Herstellungskomponenten. Und die kann ich nämlich dann runterstellen, hoch und runterstellen. Hallo und herzlich willkommen zur 172. Folge Space Engineers. Wir sind gerade dabei, nachdem das alles mit dem Fliegen auf dem Planeten hier nicht geklappt hat. Irgendwie ist das nicht meine Welt. Ich komme da immer wieder mal durcheinander mit. Energiezellen brauchen wir dafür. Okay, Metallgerüst, Energiezellen und Batterie ist fertig. Noch einer. Soweit auch gut. Eine Energiezelle brauchen wir noch. Die Batterie ist auch fertig. Das können wir ja weg. Dann brauchen wir Reaktorkomponenten. Energy critical. Schon wieder. Nochmal zwei. Und das war natürlich wieder völlig daneben, weil die sind falsch gebaut. Ja, denn die müssen nach oben und nach unten und nicht. Gut, alles erstmal rausschmeißen hier, was wir noch dabei haben, damit wir ein bisschen was tragen können. Und dann müssen die nochmal weg. Einmal. Zweimal. Jawohl. So, und jetzt bauen wir noch okay, jetzt brauchen wir so ein paar Stahlplatten.
So, das ist erstmal nur provisorisch. Und jetzt nehmen wir uns die bis dahin. Also die äußeren beiden. Na klasse. Das hat ja jetzt gut beiden gehauen. Ja, wir nehmen jetzt am Ende die beiden weg. Ich hatte 15 Seiten raus, 3 reichen. Und dann bauen wir die Dinger fertig daran und dann werden zumindest schon mal die Batterien darüber geladen. Und wir haben im Notfall eben dann doch noch mal ein bisschen Energie. Hallo, wo hänge ich denn jetzt schon? Ich verstehe das nicht. Wieso bleibt der immer hängen hier? Ey, das gibt's doch echt nicht. Da unter der Batterie bin ich hängen geblieben. Da fehlen uns ein paar Herstellungskomponenten, nicht schon wieder. So, es reicht ja, wenn wir da die Dinger reinmachen. So. Und so. Ah, dann kann man mich nicht mehr. Doch, man kann immer noch drunter. Och Mann. Ey, das ist doch aber wirklich. Das ist doch wirklich Blödsinn, dass man da unter dieser kleinen Scheißecke hängen bleiben kann. Sorry, aber das riecht mich jetzt wirklich auf. Herstellungskomponententräger.
Wir haben keine Solarzellen. Das wollen wir ihm doch mal gleich erzählen, dass er davon welche produzieren muss. So, aber hier möchte ich jetzt was ändern. Und zwar soll er das, was zu viel da ist, Autocrafting, das soll er auch wegschmeißen. Überprüfen. Okay. Aha. Computer und Panzerglas. Ha, sehr schön. Ja, es ist nicht viel, was er bringt, aber immerhin. Gut, als nächstes müssen wir das Fahrwerk bauen. Und zwar ein Rad, zweite von vorne, ein Rad. Zweite von hinten und dann schauen wir mal, wie das mit der Stabilität ist. Das funktioniert. So, dazu brauchen wir diese dieses Fahrwerk eben. Radaufhängung 3x3.
5x5. Mal gucken, welches da am meisten Sinn macht. So rum. Da ist der Stoßdämpfer. Okay. Das ist die Frage, ist das so richtig? Was fehlt uns denn jetzt? Aha. Zumindest Stahlplatten. So. Großes Stahlrohr. Kleines Stahlrohr, Motor. Brauchen wir dafür.
Das ist oben. Ja, das ist richtig. Fahrwerk unvollständig. Radaufhängung. Okay, das muss dann weiter hinten sein. Nee, diese links, die nehmen wir weg und setzen alles die gleichen hin. Man kann sie invers schalten, also von daher. Nochmal. Einmal, zweimal. Ja. Ich weiß nur nicht, warum ich hier nicht mit Rad bauen kann. Aha, weil ich zu dicht dran stand. Herstellungskomponenten. Und die kann ich nämlich dann runterstellen, hoch und runterstellen, so dass ich dann im Zweifelsfall
Damit ich im Zweifelsfall dann den Verbinder draufsetzen kann. Gut. Ja, ob das Ganze dann aber funktionieren wird, das seht ihr in der nächsten Folge. Ich weise jetzt schon mal darauf hin, dass ich jetzt eine mehrwöchige Aufnahmepause machen muss, weil ich im Urlaub bin. Also wenn diese Folge erscheint, bin ich aus dem Urlaub schon längst wieder zurück. Ich werde wahrscheinlich dann nicht mehr genau wissen, was wir hier zuletzt gemacht haben. Also seht es mir dann nach. Ja, schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst das Abo nicht. Bis dann. Tschüss.